Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Inscription. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen. So. Ein Eichhörnchen. Schön groß. Okay. Meisterhaft. Shit. Au. Jawohl. Schlimmer Fehler, ach, leck mir am Arsch. Ich glaube, diesmal bist du mir über. Ja, komm, geh mal. Nehm es an. Oh, ich glaube. Ich glaube es nicht. Was? Oh. Wach, nicht oh. Ob du es glaubst oder nicht. Du bist nicht die Erste, die hier ein Auge verliert. Das macht keinen großen Spaß, wenn du halb blind bist. Ich würde es erst gerne ersetzen. Das da. Was? Rettung? Das. Rettung birgt. Jetzt Kuckucksuhr. Okay. Mit wem? Was? Mit wem? Wie muss sein? War alles endgültig. Okay. Ah, so geht es jetzt. Diese Filmrolle. Was, bevor es losgeht, los? Was machst du da? Dreh dich zu mir. Was machst du da drüben? Was hast du vor? Nichts. Alles gut. Frage mich nur, was das hier sein soll. Kann ich jetzt hier irgendwas erkennen eigentlich bei diesen schwarzen Dingen? Okay. Wir gehen mal hier lang. Luis. Raus, Jungs. Auf zum Feuer. Das arme Licht eines Lagerfeuers war ein vollkommener, ja, ein willkommener Anblick. Doch die 10 hungrigen Augen ringsrum trübten die Begrüßung. Willst du eine Kreatur am Feuer wärmen, um ihre Gesundheit zu steigern? Fragt einer. Die Belebenden hatten recht, was die Flammen betraf. Sie steigert die Gesundheit der Kreatur. Als du einige der Belebenden sabbern sahst, zogst du dich eins mit einer Kreatur zurück.
Eichhörnchen. Ich sollte dir danken. Wie war es? Es war ziemlich übel. Ich bin eingesperrt im Körper eines Hermelins. Im Papier einer Karte. Das sehe ich. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet. Zu einer erneuten Rücksetzung. Sprich weiter. Unser Freund, der Spieler hier, besitzt bereits den Schlüssel. Okay. Los geht's. Du hast also den verkrüppelten Wolf gefunden? Ich habe oft genug erlebt, wie sich das abspielt, um zu wissen, dass ein Plan in die Wege geleitet ist. Beeil dich! Großartig. So. Gibt's irgendwas tun? Ich denke nicht. Außer weiterspielen erstmal. Meine Fälle sind sauber. Ich habe 5. Eins ist kostenlos. Danke für deine Unterstützung. Auf jeden Fall das da. Ich werde Eichhörnchen brauchen, en masse. Und den da. So, wir probieren's noch einmal. Du kamst an einem gewaltigen leeren Napf vorbei, umgeben von Haufen schwerer, bestimmbarer Innereien und Fleischbrocken. Anscheinend war der Napf für einen Hund gedacht. Doch welcher irdische Hund würde Mahlzeiten dieser Größe brauchen? Wo ist meine Hündin? Leichter Boss, mach einfach das Maultier alle. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Das war ja das Problem, was ich habe. Okay. Leg das Fell hier aus, ja. Und den Rauch. Was war das da? Spiel den da. Und den da. Da. Du hast die Filmrolle genommen. Stimmt das? Mein Plan nähert sich seinem Augenblick der Wahrheit. Doch zuerst musst du ihn besiegen. Okay. Wir haben noch ein Eichhörnchen in der Hand. Bist du sicher? Ja. Egal. Ja, diese Karten sind Gold. Komm, mach mal schneller. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. Ja, das wissen wir schon. Kann ich jetzt erstmal noch nichts machen? Okay. Machen wir das so.
und ziehen uns erstmal so weit wie möglich Zeugs. Und jetzt Eichhörnchen. Okay. Wir haben, glaube ich, genug Eichhörnchen, die wir nutzen können eigentlich. Ja, ich denke mal, das langt. Einmal. Ach verdammt, ich hab den falschen. Egal. Ja, aber das so. So. Da tun wir den dahin. Da, das da. Oho. Verflixt und zugenäht. Hier wieder ein Eichhörnchen. Ja. Wir haben es geschafft. Diesmal lief es besser. Lass mich deine Kerze wieder anzünden. Nun gut. Lass dir eine seltene Karte aussuchen. Dieses dreckige Wildschwein. Es wird aufgebracht. Wildschwein aufgebracht, wenn seine Schellen geschlagen werden. Mischwesen. Hundeartig, Huftier, Reptil, gefiedert, Insektoid, das Mischwesen ist alles. Ich weiß nicht warum, irgendwie möchte ich die seltsame Larve nehmen. Nach der erschütternden Begegnung mit diesen Goldsuchern, mit dem Goldsucher, sammelst du dich und zogst weiter. Lass mich mal sehen. Ein schweres Nest sammelt sich in der Luft. Brummen und Zirpen von Insekten übertönt das Geräusch deiner Schritte. Du erblickst das Sumpfgebiet. Du kannst was zu einem kleinen Außenposten im Wald, in dem eine geheimnisvolle Frau arbeitete. Es war die Händlerin, die alte Fallenstelle erwähnt hatte. Ihr äußerst wirkt beunruhigend. Doch ihr Angebot ließ deine Sorgen verfliegen. Macht es dir was aus, wenn ich mir mal deine Felle ansehe? Lass uns mit deinem Hasenfell anfangen. Hier, das kann ich dir dafür anbieten. Ein Handel steht nichts im Weg. Lass dir ruhig Zeit. Okay. Oh, auch Wolfsfelle? Hervorragend. Okay. Was hat man denn da? Kaninchenbau. Diese Pelle sind großartig. Besten Dank. Eichhörnchen. Oh nein, das kannst du nicht benutzen. Ich will trotzdem haben. Eichhörnchen. So. Ich spiele mal die seltsame Larve aus. Ich weiß nicht warum, aber ich will die irgendwie mal ausspielen.
Okay, die hat sich jetzt verwandelt. So. Wuhu. Bessere Fälle findest du im Kreis von 100 Meilen nicht. Ich hab keine 9, oder? Doch, ich hab 9. Cool. Das war's. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Das sind alle Figuren, die ich schon verloren habe. Muss ich hier echt noch irgendwas machen? Ich denke nicht. Okay. Willst du eine Kreatur am Feuer wärmen und ihre Gesundheit zu steigern? Fragt ein hungriger Überlebender. Nimm das da. Das Feuer wärmt die erschöpfte Kreatur und steigert ihre Gesundheit. Dir kam der Verdacht, dass die Absichten der Belebenden nicht ganz lauter waren. Mit einer Kreatur im Schlepptau zogst du dich in den Wald zurück. Eichhörnchen. Ja, ich lag oben. Okay. Ich meine es ernst, du kannst das nicht verwenden. Keine Möglichkeit für wirkliche Verwendung dafür. Stell es vorerst auf dem Regal da drüben. Mein Rat? Halte dich fern davon. Nö. Verschlossen halten. Das schmerzte. Der Schmerz ist unerträglich. Selbst nach all den Jahren. Was willst du? Ich habe derzeit sehr wenig, wofür es sich zu leben lohnt. Kann das sein? Du hast das Auge des Meisters. Bedeutet das, dass der Meister mich sehen kann? Magnificus, kannst du mich sehen? Kannst du mich befreien? Ach, der Meister ist frei. Oh, das Ende muss jetzt nah sein. Wenn der Magnificus frei ist, muss es nah sein. Oh, wie ich sehe, hast du einen besonderen Trumpf in Ärmel. Keine Angst, ich werde dich nicht aufliegen lassen. Du musst nur noch seine Kamera in die Finger bekommen. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, wenn du ihn besiegst. Ja, ich sehe, dass du was eine kleine Besonderheit dabei hast. Brauchst du nur noch eine Gelegenheit, sie einzusetzen. Ich habe schon gesehen, wie Herausforderer seine legendäre Kamera berührt haben. Aber nur, wenn sie in der Lage waren, ihn zu besiegen.
Besieg ihn. Er hat keine Ahnung, was du auf der La auf Lager hast. Arg. Oh, die Qualen. Okay. Okay, wir müssen ihn besiegen. Was halt nicht so einfach ist, ne? Ach, hier ich lieber da lang. Kein Bock mehr auf das Feuerzeugs. Elster, die begehrliche Elster, sie kann jede Karte aus deinem Stapel herbeiholen. Herbe. Oh, warum ist die Nase gerade so zu? Das ist so fürchterlich gerade. So. So. Eins davon werde ich wahrscheinlich wissen. Zweifel nie an der Fruchtbarkeit der Kaninchen. Ich habe es versäumt, Overkill-Schaden zu erwähnen. Überschüssiger Schaden geht dich verloren. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Zum Glück für dich. Deine Entscheidung. Glänzend. Glücksgriff. Ja, das stimmt. Das ist alles hin und her nur noch. Zurück aufs Brett. Ja, gewonnen. Wuhu! Wir gehen mal nach da, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Der Eisvogel, der geschickte Eisvogel, ein glitschiger Jäger. Reginald. Nimm Reginald. Ob es von anderen Spielern ist? Du schießt auf ein paar vertraute Steine, doch etwas war anders. Du ahntest, dass das Schicksal der hierfür ausgewählte Kreatur unerfreulich sein wird. Erbarmungslos tötest du die Karte Hirschkalb. Doch der Knochenfürst war mit deinem Opfer zufrieden. Geringer Segen des Knochenfürstens. Fürsten, du beginnst jeden Kampf mit einem Knochen zusätzlich. Wuhu. Du schüttelst die Kirschkalb-Eingeweide von dir ab und zogst weiter. Lecker. Ach. Ja, ein Leben weniger. Zack, zack, komm.
Der Schlamm zog kräftig an deinen Füßen und zwang dich, deine Schritte zu verlangsamen. Ein widerlicher Gestank drehte dir den Magen um und treibt dir das Wasser in die Augen. Es waren die fauligen Fische, die in den Zweigen um dich herum hingen. Ein riesiger Mann näherte sich. Fischen gehen. Der Angler, pass auf seinen Haken auf. Spiel ein Eichhörnchen oder so, wenn er damit zielt. So beschützt du deine besten Karten. So sehen wir uns wieder. Okay. Fisch, muffig, wählen, schwer. Erste Flamme erlischt. Fischen gehen. Fischen gehen. Okay, hoffe ich krieg was Gescheites. Elster. Nee, noch nicht. Oh, geschafft. Cool. Uff. Brauchst du ein Licht? Deine Belohnung. Mantisgott, der heilige Mantisgott, ein perfekte Inkarnation des Schreckens. Ja, nehme ich auch, denke ich mir mal. Du zogst einen der Fänge des Anglers als Mahlzeit in Betracht. Doch der widerliche Gestank hielt dich davon ab, dass er beim Abendessen würde warten müssen. Blech. Lass mich überlegen. Ein einziger Windstoß drang unerbeten in deine Lunge vor. Schönheit fallender Schneeflocken konnte dich nicht von der kühlen deinen Knochen ablenken. Du warst zur Schneegrenze emporgestiegen. Die Händlerin wieder. Zeig mir ein paar lesene Felle. Hab nur ein Hasenfell. Wir nehmen dafür. Ist auf Possum. Das. Ein goldenes Fell? Überwältigend. Langhirsch. Gag. Ah ja. Ich nehme das da. Ich bin sehr verbunden. Eisopossum, dieses bedauernswerte Opossum. Die Nase so zu gerade wieder. Yay. Eichhörnchen.
Glücksgriff. Glücksgriff. Zack. Ja, ja. Dafür habe ich einen Wolf. Der kostet mich 4. Ja, komm. Halt mich am Leben, ich versuch's. Ich brauch 4. Habe ich 4? Nee, shit. Okay. Oh, es gibt eine Menge Zähne. Meine Felle sind die besten. Ich habe wieder 9. Der kann ich leider nicht holen. Ich muss wieder eins opfern. Mit denen. Hier haben wir einen kleinen Segen bekommen. Sollen wir dann nochmal was 2 kriegen, oder? Ja, cool. Mist, ich habe falsch genommen. Ich wollte eigentlich den. Ach, egal. Ernsthaft, schon verloren jetzt? Ach. Hätte man halt auf mehr gehofft. Ja, ja, halt die Klappe. Geh mal hier lang. Okay. Aber wir sind schon für heute fertig. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!